Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter hier in Kumula aktuell. Den habe ich gar nicht gesehen. Sind wir hier ein bisschen im Außengarten unterwegs und ja, ich würde gerne darüber zu der Schatzkiste. Ich glaube, wir müssen auch darunter. Kann das sein? I'm not sure. Ich glaube, zu der Schatzkiste kommen wir echt erst später, wenn wir dann durch die Tür rauskommen. Aber da müssen wir hin. Genau. Da zu der Schatzkiste. Wo ist denn... Bam. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal hier die Pflanze. Oder kommt... Die kommen erst, wenn ich hier unten alles besiegt habe. Kann das sein? I'm not sure. Oh Gott, da ist ja ein Dicker. Wo kommt denn der Dicke her? Du. So. Den kann man ja nur besiegen, indem man dem wirklich nur auf den Popo haut. Ich glaube, mit dem Fanghaken kann man da nichts machen, ne? Na? Ja, genau. Nein! Eieieiei, okay, komm, ich mach erstmal den Kleinen hier noch weg. So, und jetzt kümmern wir uns um dich. Mein Lieber. Ey. Du hältst aber auch was aus hier. So, jetzt. Eieiei. So. Und jetzt? Nee, ich hätte da echt nicht runtergemusst. Aber. Ja, da bewegt er sich. Aber ich muss doch darüber. Ach da. Hä, hab ich die. Hä, war der schon die ganze Zeit unterwegs? Ich glaube ja. Okay. Gut, dann auf ein neues. Dann habe ich einfach nur Käse gemacht gerade. Aber das war bestimmt ein sehr toller, unterhaltsamer Kampf. Wie ich hier mit meinen Schweinchen spiele im Garten. Muss auch mal sein, ne? Okay, ja, Geisterseele. Leute, ich habe übrigens mir überlegt, ich werde erst mal so gucken, was mir die letzten Geisterseelen so bringen, was ich allgemein noch so im Schloss erhalten werde, bla bla blub. Und je nachdem, wie es dann aussieht, ob die Geisterseelen jetzt noch irgendwelche Kern-Items enthalten, wie irgendein Herzteil oder so, dann werde ich die letzten Geisterseelen noch suchen. Ansonsten stelle ich mich komplett damit zufrieden, dass ich nicht alle Geisterseelen sammle. Hä? Was ist das denn für eine Ansicht? Ich habe gerade oben das Ding anvisiert, ne? Die komische Ananas. So, erstmal Geisterseele Nummer 54, weil die Geisterseelen bringen halt aktuell gar nichts, ne? Okay. Let's go. Geile Bomben. Nasiki. So. Und natürlich müssen wir wieder warten. Ja, das ist so ein bisschen, ne? Die könnten ein bisschen schneller unterwegs sein, hier die Dinger. Ihr habt schon in den Kommentaren geschrieben, bei euch ist Kumula ja auch nicht so beliebt von den Dungeons her. Ich bin da jetzt halt auch gar kein Fan von. Kumula ist schon eher so ein... Ja, man akzeptiert es. Ich meine, klar, die Umgebung und alles, das passt schon super zusammen. So stellt man sich ja eigentlich einen Windtempel vor, würde ich sagen. Mehr oder weniger. Und irgendwie passt halt auch alles zusammen. Aber es ist schon ein nerviger Tempel. Muss man wirklich einfach mal so sagen. Also mein Favorit wird es auf jeden Fall nicht. Niemals werden. Shit. Ich hätte mich gerne ein bisschen besser... Okay. Aber ich muss mich sowieso hier droppen lassen, ne? Wegen der Schatzkiste da. So, zack. Mann. Nur Bomben. Link, du visierst den Falschen an. Nein. So, jetzt muss ich erst wieder mit dem Ding zurückfahren, ne? Ach, ist das doof. Da kann ich auch hier unten stehen bleiben. Fabelhaft. So. Okay, dann haben wir auch diesen Abschnitt endlich mal geschafft. Da drüben müssen wir dann halt auch raus, wegen der einen Schatzkiste. Und dann haben wir den Raum hier auch gecleared, würde ich sagen.
Ja, ich weiß gar nicht, was macht man danach eigentlich, nach dem Tempel? Wir könnten halt, ihr habt schon erzählt, wir könnten dann ins Schloss Hyrule gehen. Da haben wir echt viele Schätze. Richtig viele. Hier geht das jetzt auch weiter, ne? So, ich muss auf jeden Fall rüber. Nee! Ist das dumm. So. Genau. Hier ist jetzt die Schatzkiste noch von der anderen Seite, die wir gesehen hatten. Dann haben wir den Raum halt auch komplett gecleared. Ich guck gleich nochmal auf die Karte. So, da ist da was Schönes drin, oder? Let's go! Ja, eine Geisterseele. Nummer 53. Es fehlen nur noch 7 Stück. Dann haben wir offiziell alle Geisterseelen beendet. Das ist schön. Ich weiß halt auch nicht. Mir würden halt echt 5 Geisterseelen fehlen. Ich habe doch bestimmt irgendwo mal vergessen zu drücken, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 5 Geisterseelen fehlen. So. Dann, ich gucke mal kurz auf die Karte. Ja, das ist dann Hauptraum. Ansonsten hier ist echt schon alles ziemlich gut durch. Da sind wir jetzt. Und da... Das ist auch der Hauptraum, oder? Ah ne, das ist auch hier, wo ich mich jetzt befinde. Und hier gibt es auch nochmal eine Geisterseele. Also ja. Wir sind gut unterwegs. Wir müssen alles so weit eingesackt haben. Ich denke, das passt. Okay. So, warte mal. Den mache ich erstmal hier weg mit einer schönen... Bah. Wow. Mir jetzt besser vorgestellt, tatsächlich. Dann halt so. Okay. Das war er. Wir müssen sowieso oben drauf, oder? Also wir können erstmal hier reingehen. Aber natürlich schlagt euch durch die Wand. So, da ist jetzt mal eine kleine Schatzkiste. Die holen wir uns jetzt erstmal. Hi. So. Kleine Schatzkiste für uns. 20 Rubine. Und mein Zipfel stirbt hoch. Ja, super. Okay, wir könnten... Können wir uns da runterlassen mit Eisenstiefeln zusammen? Geht das? Zufällig? Wenn ich jetzt so den mache. Das geht. Nicht. Klar. Dreht sich ja auch. Gibt keinen Sinn. Okay. Next Room. Wir müssen oben drauf klettern und da finden sich auch die letzten Schatzkisten und die Geisterseele. Und dann sind wir auch mit dem Raum hier schon durch. So, da sind Vögel. Liebe, nette Vögel sind da oben. Ihr seid doch nett, ne? So, pass auf, hier haben wir so viele Bomben. Ich hab jetzt einfach mal... Hä? Hab einfach mal Bock, die richtig schön wegzuballern. Nee, Enterhaken würde ich gern behalten. Hä? Nein! Bomben auch. So. Ich muss mit der Steuerung wieder klarkommen, ne? Ich habe jetzt die ganze Zeit so ein bisschen andere Zelda-Games gezockt im Hintergrund. Wow. Und ja. Da habe ich mich mit der Steuerung aktuell ein bisschen verwirrt, sag ich mal. Okay, also ich sehe hier schon auf der Karte eine Schatzkiste. Die ist aber... Die ist ja da oben, oder? So, warte mal, wir müssen auf jeden Fall... Wir haben jetzt... Wir müssen die Wege abgehen hier. Da kommen wir zu verschiedenen Schatzkisten. Und da drüben zu der Geisterseele. Ich glaube, die ist auch eklig zu holen. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht runterfällt. Bei der Geisterseele, weil man hat halt echt, sag mal, wenig Platz. Ich bin auf den falschen Weg gegangen für die. Ich hätte da lang gemusst.
Ja. Shit. Egal, dann gehen wir erstmal hier rein. Damit der Weg nicht umsonst war. Und werden mal kurz zum Mensch. Aber gut, kriegt mir das jetzt irgendwas, hier lang zu gehen? Hier kann ich runterfallen. Wow, habt ihr das gesehen? Da drüben ist auf jeden Fall die Schatzkiste. Ich kann mich doch da einfach durchziehen, oder? Im richtigen Moment. Das geht doch bestimmt. Dann müsste der Wind aufhören. Guck mal, zack. Bam, Schalter an. Das Ding dreht sich nicht mehr. Schatzkiste ist unser. So läuft der Hase. 50 Rubine. Wir haben halt jetzt so viele Items, nur noch die sinnlos sind, ne? Das ist leider so traurigerweise. Die muss ich eigentlich nicht besiegen. Ich könnte mich jetzt hier einfach runterfallen lassen. Will ich aber noch nicht. Ich will erstmal darüber noch zu der Schatzkiste. So, dementsprechend, ich mache mich hier nochmal kurz zum Wolf. Wir müssen auf der anderen Seite lang. Wir haben jetzt noch zwei Schatzkisten. Die eine, kann die eine oben auf dem Turm drauf sein? Ist das denn die Möglichkeit? Also in der Mitte auf dem Gebäude, hier meine ich. Nein, Link. Ist das denn ernst? So. Ach ja, Leute, bevor ich vergesse, ich mache aktuell ja immer ein bisschen Werbung, sage ich mal, für meine Website. Na, zeldajunge.com ist ja aktuell online, ist schon ein bisschen länger online. Aber schaut da doch gerne mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung oder auch auf der Hauptwebsite von YouTube. Und ja, da habt ihr die Übersicht über alle Projekte. Da werden noch ein paar Fragen beantwortet. Und würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Da gibt es auf jeden Fall immer mal ein paar tolle Infos und die Übersicht über alle Projekte, so dass man mal ein bisschen besser durchgucken kann. Auf YouTube finde ich das ja immer mal ein bisschen unübersichtlich, das Ganze. Und da habt ihr eine echt schöne Übersicht über alle Projekte, die so auf YouTube bei mir stattfinden. Genau, schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Schlüssel für den Seeschrein, perfekt, das ist der letzte. Das heißt, da können wir jetzt auch nochmal ein paar Schatzkisten abstauben. Das freut mich doch sehr. So, oben auf den Turm kommt man gar nicht drauf, ne? Das war, glaube ich, eine Fehlinformation von mir. Oder, warte mal. Nee, da kommt man nicht oben drauf. Aber da oben? Auf den Kreis? Kommt man da oben drauf? I'm not sure. Ich gucke gleich nochmal auf die Karte. Aber ich glaube tatsächlich auch nicht. So. Jetzt müssen wir echt aufpassen. So, sehr schön. Und das ist Geisterseele Nummer 55 und damit 100 Rubine. Oh Mann. Naja. Wenigstens geht das Geld nicht ins Leere, ne? Ah, die Riesensprungattacke. Sieh mal eine an, mal was Neues. Sehr schön. Warte mal. Das, wie war das? So. Ja, die ist schon cool. Die ist schon cool. Also wir machen quasi nur einen Fokus mit der linken Taste hier, ZL. Und dann muss man eigentlich nur A gedrückt halten. Dann lädt man das hier auf und bam. Das ist schon ziemlich nice. Okay. Dann sind wir hier doch jetzt soweit durch, oder? Genau, Schatzkisten haben wir alle. Die Riesensprungattacke haben wir uns jetzt noch geholt. Da ist dann die letzte Schatzkiste. Das heißt, es ist langsam, aber sicher Boss-Time. Weiß nicht, ob wir es in dieser Folge noch schaffen, weil ein bisschen Weg ist noch unterwegs. So, ich werde mal so machen. Und dann ziehe ich mich einfach mal hier runter. Und hier müssen wir uns jetzt halt an... Ah, da drüben an den Ball. Shit, dann war das ein bisschen unvorteilhaft. Dann ist hier vielleicht besser. So. Dann hier an den Ball dran. Zack. Und dann machen wir hier den Luftstrom an, mit dem wir uns dann darüber bewegen können. Zum Boss. Z.
Zack. Ja, und schön Schaden genommen. Perfekt. So mache ich das. Lieben gern. Okay. Das ist doch schön. Uns fehlt auch noch eine Flasche und uns fehlt noch eine okkulte Kunst. Das Falkenauge fehlt noch. Ein paar Schlüssel. Na gut, der letzte. Es ist eigentlich nur noch der Schlüssel von der Wüstenburg, der letzte, der uns fehlt. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ansonsten bin ich echt ganz zufrieden. Warte mal. Ich glaube, es ist vorteilhaft, wenn ich erst die Vögel hier wegschieße. Nee. So. Und da hinten ist noch einer. Ah. Shit. Ach komm, das war doch ein Treffer. Nö. Aber der weiß auch nicht genau, wie er fliegen muss. Ah, der Wind, der ist gerade so ein bisschen... Ah, der Wind schützt ihn. Jetzt aber. Okay, dann nochmal kurz die Eisenstiefel ran. Und dann... Da oben sehen wir ja auch schon den Vogel. Den Vogel. Da sehen wir schon den Feuerdrachen. Unseren Endgegner. So, zack. Ba, 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 ba. Ja, dann haben wir, glaube ich, noch so einen komischen Turm vor uns, genau. Wenn wir den Turm dann haben, dann sind wir im Finale, Leute. Dann ist auch Kumula Geschichte, Gott sei Dank. Ich mag Kumula gar nicht. So, okay, das hätten wir. Und hier, guck mal. Hier ist die letzte Schatzkiste. Ah, okay. Schade. Wieder nur ein bisschen Geld. Aber damit sind die Schatzkisten hier alle in dem Dungeon erledigt und wir kriegen nur noch was vom Boss. In Form eines Herzteils und einer Spiegelscherbe, das natürlich komplett... Ach nö. Echt jetzt? Komm her, mein Freund. Mach doch mal was! Sehr schön. Nummer 1 ist down. Los, komm. Hallo? Sü, zack. Und Nummer 2 ist auch down. Sehr schön. Das lief sehr gut. Und, ja. Hä? Ah ja, ich muss mich, glaube ich, erstmal hier ranziehen. Genau, und jetzt kann ich mich Stück für Stück hier nach oben ziehen. Die Frage ist, wo geht's dann von da aus als nächstes hin? Hätte ich hier nicht was angehen müssen? Muss ich nicht irgendeinen Schalter aktivieren oder so? Damit der sich dreht? Ah. Ja, ich glaube schon. So. Perfekt. So, dann halten wir uns mal da oben fest. Wow. Du, 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 du. Hey, ein bisschen Geld. Mhm. Okay, ich brauche ganz dringend den Ultrashot, Leute. So, es müsste hier aber nichts mehr Wichtiges sein, ne? Es ist, glaube ich, nur noch der Aufstieg nach oben und mehr ist hier, glaube ich, nicht mehr. Und Schleim, scheinbar. Aber der kann mir ja egal sein. Da ist der Boss. Oh. Brauche ich hier nochmal einen Schalter? Ja, da. Alles klar. Easy. Das war ein ziemlich großer leerer Raum dafür, dass hier nicht viel passiert. Aber gut.
Wir haben es geschafft. Wir sind beim Boss, Leute. Rein da. Machen tun wir in diesem Part leider nicht mehr. Ich bin da jetzt nur reingegangen, weil wir müssen, glaube ich, sowieso noch ein bisschen klettern, bevor es zum Boss geht. Und ich bedanke mich aber schon mal herzlich fürs Zusehen. Und schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge rein, wenn wir dann den Feuerdrachen wegklatschen. Ich bin schon gespannt, wie wir uns anstellen. So, warte mal. Muss ich erst mal überlegen. Da. Guck mal, da ist ein Gitter. Ich denke, da muss ich ran. Ja, und von da aus nach oben. Und dann klettern wir auf die Plattform hoch. Aber das war's von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.